Heute schauen wir kurz auf Indizes von Formelzeichen. Man braucht sie, um Formelzeichen zu unterscheiden, wenn physikalische Größen in unterschiedlichen Ausprägungen auftreten. Beispielsweise die elektrische Leistung P, die als Scheinleistung, Wirkleistung und Blindleistung auftreten kann. Für den Formelsatz gibt es eine goldene Regel. Indizes, die selbst Formelzeichen sind, werden kursiv gesetzt, Wortangaben, Abkürzungen und Ziffern jedoch gerade stehend. Beim Durchmesser d wird ein Laufindex i, also kursiv gesetzt, wenn er als Variable für eine Menge steht. Gerade steht der Index i hingegen, wenn er einen Innendurchmesser bezeichnen soll. Verwenden solltest du international verständliche Abkürzungen. Meist leiten sich diese von lateinischen Begriffen ab, wie hier intus für innen. Bei der Suche nach gängigen Indizes unterstützt dich DIN 13.04 Teil 1, genauer gesagt die dort abgedruckte Tabelle 10. Sie versorgt dich satt mit 5 Seiten Kleingedrucktem. Auch mehrere Indizes können auf derselben Schriftlinie stehen. Beispielsweise die Dauer T1,2, die sich aus der Differenz zweier gemessener Zeiten ergibt. Kommt es zu Unklarheiten, sollte ein Komma gesetzt werden, so auch beim Wirkungsgrad Eta einer Getriebestufe, von der Eingang Welle K auf den nachfolgenden Ausgang Welle K plus 1. Auch mehrstufige Terme können gebildet werden, wie bei der an dieser Getriebestufe auftretenden Verlustleistung PV von K nach K plus 1. Steht an einem Formelzeichen neben einem Index noch ein Exponent, so müssen beide unbedingt übereinander stehen und niemals hintereinander. Oh no! So, jetzt kennst du die wichtigsten Schreibregeln beim Indizieren von Formelzeichen und wenn du Lust hast, sehen wir uns im nächsten Video.